Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Runde Let's Play World of Tanks. Und ich bin mal wieder alleine unterwegs und in meinem Cromwell in einem Achtergefecht auf Pilsen. Gut, im ersten Moment dachte ich mir, toll. Was tun? Ist ja oft so die Frage, Load hier Medium gegen einen Achter TVP, gegen T34 oder so. Geht schöner, aber auch hier wird man gleich sehen, es gibt Möglichkeiten. Das Ganze mal auf Vanilla, ihr kennt die Probleme momentan mit den Modpacks so ein bisschen. Und mein erster Gedanke natürlich rüber zum Feld auf die rechte Seite, dort ein bisschen Licht machen. Aktiv scouten mit meinem Cromwell. Schon der gegnerische Cromwell. Jetzt kann ich mir das Ganze ja mal angucken. Da ist ein Aal. Der Cromwell dort. Von der Seite drücken ein AMX-12T und VKP rein. Der AMX frisst schon schön und der VKP werdet ihr gleich sehen. Ja. First Blood. Jetzt geht's weiter, wieder ein bisschen Licht machen. Ist natürlich jetzt so, wo ist der Gegner? Was macht der Gegner? Dort sehe ich einen AMX-12T, 106 HP. Versuche irgendwie an ihn ranzukommen, aber auch so, dass ich nicht irgendwie unter Beschuss gerate. Ist er jetzt zurück? Ist er nicht zurück? Ne, er ist immer noch im Haus. Ich bin jetzt auf, aber da war ich in dem Moment echt gerade so ein bisschen killgeil. Und da sammle ich im Boden. Nein. Der T20, ja. Wird eiskalt von der Arti rausgenommen. Daher von mir so. Für mich so der Gedanke, da hinten steht bestimmt die Arti. Na klar weiß man jetzt nicht, was steht da noch an Verteidigung, aber jetzt kommt erstmal Mega-Move. Gleich mal aufpassen, wie umspielt man Gegner. Eine Arti geht auf, andere Arti geht auf, links noch der verteidigende TD. DT. Natürlich verstecke ich mich erstmal hinter der GW. So ein bisschen. Glück, dass der Jagdpanzer jetzt verschießt. Erster schon mal raus. Auto-Aim auf die nächste Arti. Sie hat verschossen, das heißt, ich weiß, sie lädt nach. Das heißt, mein nächstes Target ist der Jagdpanzer. Kette kaputt, Glück. Jetzt erstmal den raus, bevor er nachlädt. Und jetzt kann ich mich ganz entspannt um den Jagdpanzer kümmern. Der natürlich auch einfach nur verspielt hat. Und so sind zwei Artis schon mal und ein Jagdpanzer raus von einem 6er Cromwell. Das würde mich etwas ärgern, wie alleingelassen ich da von meinem Team so ein bisschen bin. Wobei, das hätte man jetzt auch intelligenter machen können. Jetzt hier so Überlegungen, scheiß drauf, ab durch den Cap. Weiß der Gegner natürlich, dass man kommt. Aber ich will den schnellsten Weg, weil da sehen wir schon die nächste Arti haut ab. Denn schon, denn schon. Auto eben rein. Luckshot versucht, aber naja. TD kommt von der Seite von uns. Jetzt war mir schon klar, sie bleibt stehen. Das heißt, sie wird wahrscheinlich drehen. Zum Glück ist der Cromwell so ungenau, sonst wäre das so eine Waffe. Ich meine, so ist er ja schon gut. Und raus, nächste Arti. Jetzt weiter, hinten sehe ich einen TD. Schöner Jagdtiger. Aber dann links fällt mir auf der IS. Der will nämlich zurück zum Cap, die cappen. Und dann fällt mir ein, das nutze ich aus. Der ist gerade so schön abgelenkt.
Jetzt bloß die Kurve kriegen. Klar kassiere ich einen, das war mir in dem Moment egal. Bame! So spiele ich einen Cromwell. Und jetzt sehe ich, okay, da kommt auch noch der nächste Medium. Fuck. Aber da muss man einfach auch mal Glück haben. Also, so fix war die Runde vorbei. Keine 5 Minuten, den Ticker haben wir geschafft. Und ja, so interpretiere ich einen Cromwell, muss ich sagen. Wenn ihr mal schaut in unbewegten Bildern, den Krieger und die Pascucci-Medaille, weil ich 3 Artis gekillt habe. Schönes Mastery-Badge. Ich habe, wie ihr dort seht, 2531 Schaden gemacht in einer 8er Runde. Also Top 8, wir hatten ja 8er drin. 6 Kills. Glaube ich, kann man so stehen lassen. Und in den restlichen Werten seht ihr dort dann 2375 Grund-EP. Das Ganze mal 2 plus 713 Bonus für einen Premium-Panzer. Also 5463 EP für die Runde. 28 Schüsse abgegeben, davon 24 gehittet, 23 durch. Glaube ich, kann man auch für einen Cromwell so stehen lassen. Hätte der noch, wie gesagt, ein Stabi oder so, dann wäre das schon echt brutal. So, weil der doch halt so eine extreme Streuung halt hat. Ja, und den Rest nochmal 715 Schaden ermöglicht. Glaube ich, ist okay. 3,12 Kilometer gefahren. Und 2 Treffer nur erhalten, ja, das war der eine IS-Hit und der andere vom Medium. Gut, kann ich mit leben. Hat mir selber, muss ich mich mal selber feiern, auch gefallen die Runde. Hoffe euch auch. Schaut euch die anderen Runden gerne mal bei mir auf dem Kanal an. Gebt gerne einen Kommi, mal eine Frage, haut's einfach rein. Ich antworte immer sofort, so schnell ich kann. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt und wünsche euch viel Erfolg auf dem Schlachtfeld.